Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oh Fuck The Forest. Das war jetzt ein bisschen unerwartet. Ich habe gerade einen richtig dicken Bobby gemacht. Um mal kurz zusammenzufassen. Ich habe spontan Lust bekommen, mir The Forest nochmal anzugucken. Zu etwas späterer Stunde und auch mal aufzunehmen. Einfach um zu gucken, ob sich groß was verändert hat in diesem Spiel. Der Bobby, den ich dabei gemacht habe, ist allerdings, dass ich mal wieder mein Mikro gemutet habe. Ihr habt mich nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen, ihr habt mich nicht gesehen. Ich bin gar nicht hier. Ich habe gerade schon 7 Minuten lang erzählt. So unter anderem, was ich mich noch frage über dieses Spiel. Unter anderem, wie groß wird die Spielwelt noch? Also wir haben ja gesehen schon mal, dass die Spielwelt noch um einiges größer ist als das, was wir hier sehen. Und ich habe die Frage gestellt, zum einen, wie groß wird es noch? Und zum anderen, wann wird es noch größer? Oder wird es überhaupt größer? Da bin ich mal doch sehr gespannt. Und ja, jetzt habt ihr halt ein bisschen den Anfang verpasst, aber ist ja nicht schlimm. Wir sind bisher nur ein bisschen durch den Wald gelaufen und haben dies und das angeguckt. Haben ein, zwei Seile gefunden, eine schöne Hütte. Und gerade auch schon unsere Freunde wieder getroffen. Ja. Die Stelle hier kenne ich. Beziehungsweise die da kenne ich, glaube ich. Das ist doch unser Berg aus quasi Aufnahme 1. Beziehungsweise der gegenüberliegende Berg. Da drüben müssten wir gebaut haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich höre ihn. Vor allem sehe ich Lizards, die nicht sterben wollen. Ich habe gerade wen gehört, bin ich mir sehr sicher. Da drüben läuft schon wieder einer. Da oben haben wir gebaut, das weiß ich sehr, sehr genau. Dann gucken wir doch mal. Oh, shit. Der hat uns noch nicht gesehen. Oder die hat uns noch nicht gesehen. Das ist noch... Noch ist alles gut. Ich würde sagen, wir gehen da unten ans Wasser irgendwo. Und bauen uns da gleich mal was auf. Denn eigentlich möchte ich nur gucken, was hat sich... Oh Gott, da ist noch einer. Was sich verändert hat. Ich will jetzt hier gar kein großes neues... neue Runde starten. Einfach nur mal so zwischendurch reingucken. Wie sich das Spiel verändert hat. Denn es ist doch jetzt schon... Oh, scheiße, das ist eine Hütte. Also da waren wir schon mal nicht. Es ist doch jetzt schon eine Zeit her. Also ein Monat muss es mindestens gewesen sein. Wenn nicht sogar länger. Und da interessiert mich... heute habe ich es mit dem Sprechen. Da interessiert mich das schon ein bisschen mehr, was sich verändert hat. Und ich hoffe für die Kannibalen, dass sie mir jetzt nicht begegnen. Sonst muss ich sie wegmachen. Da oben sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich frage mich, ob man auf den Berg da ganz hoch kann. Das wäre natürlich auch ganz interessant. Das wird wahrscheinlich außerhalb der Map sein. Würde ich jetzt schätzen. Ist hier irgendwo... Also ich würde halt gern irgendwo an der Küste abseits mit viel Bäumen rumrum sein. Und vor allem darf es nicht so steil bergab gehen. Da unten sieht eigentlich ganz gut aus. Aber da haben wir keine Bäume. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Ich meine, was soll schon schief gehen? Hier unten
uns an die Küste setzen. Einmal einen kurzen Rundumblick. Sieht man hier irgendwo ein Totem? Da ist keins, da ist keins, da oben sehe ich auch keins. Ich würde sagen, hier ist ein guter Platz zum Bauen. Nachteil, wir haben nicht so viele Bäume. Und der Vogel fliegt mir voll durch die Fresse. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit Bein. Hallo? Ging das nicht mal so mit... Warte mal kurz. Wie ging denn da? Wir haben doch eine Axt so gebaut. Müssen wir jetzt noch... Ah, guck mal an. Ah, so ging das. Beziehungsweise so geht's jetzt. Das war vorher nicht so. Also das, die Rope brauchten wir vorher nicht. Jetzt muss die Axt aber auch bitte doppelt so gut sein. Sonst habe ich hier mein schönes Seil verschwendet. Mir gerade so schön aus dem Dorf geklaut habe. Na komm. Fall runter, Baum. Oh, der Sound ist auch neu. Finde ich eigentlich gar nicht mal so kacke. Ist eigentlich sogar ziemlich gut gemacht. Würde mich jetzt interessieren, ob das die Kannibalen auch hören. Aber nun gut, fangen wir doch mal an. Was haben wir bei dem Feuer? Fire pit, bonfire large, lasting fire that can be seen from far. A longer lasting fire that you can also relight if it goes out. Use this fire. Ah, ja, gut. Da ist schon mal klar, was wir bauen. Small cabin. Das ist neu. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Hunting Shelter. Das ist basic, das muss. Da gibt es gar keine Ausrede. Die ganzen Steine. Ja doch, die Steine kann ich alle mitnehmen. Dann wird das doch easy. Oh, er ist schon wieder fix und groggy. Okay, noch vier Baumstämme. Also einen ganzen Baum muss ich noch machen. Und eine Soda trinken. Falsche Axt. Es wird schon wieder dunkel. Bin ich nicht gut? Bin ich gar nicht gut? Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Vogel mitgenommen. Ja. Dumm, wenn man hier durchs Bild fliegt, wa? So wirklich schnell geht das jetzt aber auch nicht. Was passiert, wenn er auf mich drauf fällt? Oh, dann fällt er an mir vorbei, alles klar. Also, merket, wenn Baum auf euch fällt, dann fällt er einfach auf euch drauf. Was zu futtern brauche ich auch bald. Hier rennt nicht sonderlich viel zu fressen rum. Da hinten, lol, sind die weit geflogen. Vor allem blendet mich richtig krass die Sonne. Boah, die sind ja richtig weit geflogen. Tja, also mit Nahrung sieht sie echt ein bisschen mager aus. Oh. Ich denke, hier müssen wir uns einen Garten anlegen, sonst funktioniert das nicht. So. Wir können speichern. Ja, sehr gut.
Moment, jetzt brauche ich ein Feuerchen und zwar eins, das ich gerne nicht springen, bauen, das ich wieder anmachen kann, wenn ich will. Und Äste brauchen wir, die es hier auch nicht gibt. Ja, vielleicht war der Platz doch nicht so günstig gewählt. Hier ist echt weit und breit nichts. Selbst wenn ich den Baum fälle, bekomme ich keine Äste raus. Obwohl, im Moment, hier liegen welche rum. Vielleicht weiter oben. Möglicherweise. Vielleicht auch nicht. Ich sehe nichts. Es ist viel zu hell und dunkel gleichzeitig. Das ist ein Stein. Das ist was zu essen. Und anscheinend giftig. Na komm, die sind auch giftig. Ja, natürlich sind die auch giftig. Ihr seid dann wahrscheinlich auch giftig. Ihr auch. Das sieht aus wie ein Baum, der Äste fallen lässt. Jo, so hacke ich meine Bäume auch immer. So von oben nach unten mit der Axt. Na komm. Jetzt mach hier nicht einen auf Deppert und hau den Baum weg. Und, na komm. Baum fällt. Zwar nicht auf mich. Der ist jetzt ein bisschen komisch auseinandergefallen. What the fuck ist denn jetzt los? Moment mal. Ich brauch mal, Licht brauche ich. Oder auch nicht. Licht gibt es wohl gerade nicht. Jetzt gibt es Licht. Da ist ein Stock. Okay, Licht gibt es gerade anscheinend echt nicht. Doch, jetzt gibt es Licht. Mute. Ah, nee, doch. Okay, alles gut. Alles gut. Okay, Steine und Stöcke haben wir. Da liegt noch ein Stock rum. Damit dürfte unser Feuerchen. Moment. Da war noch einer. Damit dürfte unser Feuerchen gleich schön lodern. Und ein paar Baumstämme nehme ich gleich mal mit. Die werden wir dann gleich direkt verarbeiten, denke ich mal. So. Zu essen müsste ich auch noch was haben. Genau. So ein Hasen. Einfach mal drauf aufs Feuer, wa? Was können wir uns denn alles Schönes bauen? Es gibt Rockholder. Okay. Die Mauern hatten wir vorher schon. Lei, was ist denn das? Ach, so ein, wie nennen sich die Dinger? Ach, wie heißt es gleich? Die Sachen, die man sich so in den Garten stellt. Ich habe den Namen vergessen, aber ich weiß, was es ist. Komm, wie heißen die nochmal? Wie heißen die Dinger? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ah, ich hab's ehrlich vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, es gibt neue Fallen. Rabbit Traps. Alles klar. Hausboot. Efficiencies. Rockholder. Rockholder, Lock Sledge.
Okay, also neu ist wohl das hier. Dafür brauchen wir 13. Dafür brauchen wir 125, ja genau. Drying and Preserving. Okay, das will ich mir mal angucken. Vermute, das muss irgendwie übers Feuer oder so. Oder? Also auf jeden Fall brauchen wir einen Garten. Aber dafür haben wir nicht die Sachen, die wir brauchen. Rabbit Traps bringen hier eh nichts. Weil hier sind keine Rabbits. Hier fehlt doch jetzt ein Stück. Ja, komm, was soll's. 13 Stück kriegen wir zusammen. Das wird unser Ziel für diese Runde. Diesen schönen, was auch immer, zu bauen. Vielleicht, wenn ich es schaffe, gucken wir danach nochmal weiter. Aber so viel hat sich jetzt gar nicht getan, zumindest nicht vom Bauen her. Weiß nicht, wie es sonst so aussieht. Aber ich glaube, den Leiter brauchen wir erstmal nicht mehr. Er ist gerade hell genug. Aber sonst so? Also viel Unterschied merke ich nicht. Eher weniger. Aber dass der, dieser Rabbit Cage, find ich, also diese, nicht Rabbit Cage, die Rabbit Falle, finde ich schon mal eine gute Idee. Das hat mir ja beim letzten Mal irgendwie gefehlt. Da lief ja alles Mögliche rum. Der fällt jetzt leider in die falsche Richtung. Die, what the fuck? Diese ganzen Baumstämme werden regelrecht weggeschossen. Bleib hier. Du bleibst auch hier. Warte, da irgendwo, da hinten ist auch noch einer hingeflogen. Da oben fallen immer noch welche runter. Ist gut. Ist gut soweit. Wenn die wenigstens auch hier runtergerollt kommen würden. Wo sind sie denn jetzt hin? Da unten sind sie hin. Halt, bleibt hier. Stehen geblieben. Halt, stopp, 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 stopp. So. Nummer 1 und Nummer 2 kullert davon. Ja, ich weiß, dass die Area nicht verfügbar ist. Das habe ich mir schon gedacht. Also baue ich gerade so an der Map-Grenze. Interessant. Bäume strahlen so ein bisschen weiß. Komischerweise. Okay, noch 4 Stück. Ein Baum noch. Ein Baum müssen wir noch fällen. Würde mal sagen, den hier. Ich rutsche irgendwie den Berg runter. Würde ich mal sagen. Warum ist denn der so komisch weiß? Interesting. Na komm, Fall. Fall, Baum, Fall. Nicht in, ach, falsche Richtung. Oh, diesmal. Oh ne, jetzt kullern die alle davon. Moment, kann ich die aufhalten? Ja, kann ich sogar echt. Soll's in die andere Richtung kullern? Soll's da runter kullern? Oh, das war nice. Der kullert direkt auf mein Base zu und der kullert davon. Halt, 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 halt. Halt, 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 halt. Du sollst da runter kullern. Komm, kuller weiter. Kuller weiter. Na komm. Na komm. Noch ein Stückchen. Gleich hast du es geschafft. Gleich hast du es geschafft. Ja, das ist brav. So ist brav. Jetzt bleibt er an dem Ding hängen. Nee, bleibt er nicht. Alles klar. Aber er kullert nicht mehr. So, da runter. Jetzt dürfte der eigentlich gleich ankommen.
Und zu unserem Vorteil ist natürlich, dass gerade hier irgendwie nicht so viele anwesend sind, die uns Schaden zufügen wollen. Warum auch immer. Vielleicht, weil es die Map-Grenze ist. Damit hätten wir unsere Hütte fertig. Oh, cool. Ah, cool. Hier kann man genauso. La. Kann man auch drin schlafen. Und speichern. Das hat ja vorher irgendwo nicht so richtig funktioniert. Ah, die Tür ist noch ein bisschen verbuggt, würde ich mal sagen. Bisschen sehr verbuggt. Aber damit kann man ja leben. Ja, cool. Also ist klar. Ist vielleicht noch irgendwas, was wir so auf die Schnelle mal bauen könnten. Ich würde gern einen von. Nee, nicht von den Traps, sondern von denen. Das hier würde ich zum Beispiel gerne ausprobieren. Das probieren wir jetzt einfach übers Feuer aus. Was soll's. Wenn es da nicht hingehört, haben wir halt Pech gehabt. Das Blöde ist, wir fächern jetzt die ganze Zeit unser Feuer an. Wir brauchen ein bisschen Energie. Und Stöcke. Stöcke brauchen wir jetzt ganz viele. Da sehe ich zum Beispiel was. Da ist einer. Und da liegen zwei oder sogar drei. Nee, das ist nur ein Stein. Stein. Da liegt ein Stock. Da liegt noch einer. Wie lange haben wir? 5 von 11. Da liegt noch einer. Noch einer. Und hier. Jetzt haben wir 8 von 11. 3 Stück noch. Und ich kann sie nicht mehr mitnehmen. Verdammt, einer zu viel. Ach, ein. Wegen einem muss ich gleich nochmal los. Ich glaube, ich hätte das nicht übers Feuer bauen müssen. Das hätte wahrscheinlich auch so funktioniert. So, einen Stock noch. Den habe ich doch da oben schon gesehen. Oder hier unten irgendwo. Irgendwo wird doch einer sein. Na komm, wo ist er denn hin? Da liegt doch einer. Alles klar. Haben wir noch Fleisch dabei? Ja, haben wir noch. Moment, Lizard Skin. Nee, Raw Lizard. Head. Wo ist denn der Skin davon? Tricep. Well, can be used to upgrade your weapon. Warte mal. Und jetzt? Lol. Lol. Was ist denn jetzt passiert? Plötzlich hell auf einmal. Ich mach mal ganz kurz, ne? Guck mal nur mal ganz kurz nicht hin. Auf einmal geht die Sonne auf. So. Jetzt, was können wir denn wohl? Also ich kann den jetzt, glaube ich, hier drauflegen. Ah nee, da kann ich ihn hinhängen. Oh fuck, jetzt habe ich mich selbst angezündet. Ja, komm schnell ins Wasser. Alles gut. Jetzt, brennt der da drunter oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte es gar nicht da drunter setzen müssen. Ich glaube, das ist einfach nur sowas wie der Lockholder für Futter. Irgendwie sowas wird das bestimmt sein. Ich glaube, das muss nicht übers Feuer. Haben wir denn noch irgendwas Neues im Inventar vielleicht? Außer den Triceps. Köpfe. Mal Kopf in die Hand nehmen. Ja, oh. Mit dem Kopf zuschlagen, alles klar. Kann ich den fallen lassen? Ah, okay. Ja, ne, ich würde mal sagen, für einen kleinen
Zwischendurchblick. Oh, da hat man einen Lizard-Skin. Reicht das schon mal? Oh, cool. Man sieht jetzt sogar die Haut von denen. Ja, für einen kleinen Zwischenblick reicht das definitiv. Dann können wir uns hier an der Stelle mal in unser Haus verziehen und das Ganze speichern. Und dann mal schauen, ich denke mal so in, ja, vielleicht noch einen Monat gucke ich vielleicht noch mal rein. Wieder halt, wenn es was Neues gibt. Und vielleicht seid ihr dann ja wieder mit dabei. Und ja, würde mal sagen, bis dahin, ne? Macht's gut und haut rein.